meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es einen Baby-Haul für euch geben und zwar habt ihr euch dieses Video gewünscht. Ich hatte nämlich eine Umfrage auf Instagram gestartet. Da hattet ihr ein Riesenpaket gesehen und dazu habe ich eben gefragt, ob ihr sehen möchtet, was es Neues fürs Baby gibt. Und die Mehrzahl war eben dafür, deshalb heute dieses Video. Ihr seht, einen kleinen Einblick von dem, was jetzt noch für das Baby einziehen wird. Es soll als kleine Inspiration für euch dienen und ich würde mal sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Falls ich mal wieder etwas außer Atem bin, ihr wisst Bescheid, warum. Die Kugel ist noch da und ich freue mich jetzt riesig darauf, euch die Sachen zu zeigen, weil ich sie wunderschön finde und ja, wie gesagt, vielleicht als kleine Inspiration. Genug gequatscht als Intro, wir starten durch, die Sachen stehen hier drüben und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! So meine Lieben, ich würde sagen, wir starten mit einem meiner liebsten Schätzchen. Als es angekommen ist, habe ich genau gewusst, es war die richtige Entscheidung, das zu bestellen. Und ich bin total verliebt. Ich denke, dass es euch genauso gut gefallen wird. Ich spreche die Marke jetzt lieber mal nicht aus, weil ich es nicht aussprechen kann. Jedenfalls ist mir die Marke schon des Öfteren auf Instagram aufgefallen. Ich habe da ganz, ganz tolle Fußsäcke, also für den Kinderwagen, diese Schlafsäcke, wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls habe ich die gesehen in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben, in verschiedenen Designs und ich war schwer verliebt. Und dann habe ich eben dieses Schätzchen hier gesehen und das wollte ich unbedingt haben. Ich habe das nicht bereut. Es ist wunderschön, toll von der Qualität her. Und zwar ist es ein Spielteppich. Also ich freue mich schon riesig drauf, wenn das Baby dann darauf liegen wird. Man kann zwei Seiten verwenden, also je nachdem, welches Design einem eben am besten gefällt. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr hochwertig von der Farbe, passt einfach perfekt zu den Dingen, die schon fürs Baby eingezogen sind, die ich gekauft habe. Und ja, das musste ich euch heute unbedingt in diesem Video zeigen. Falls ihr auch noch sowas Schönes sucht, dann schaut euch das unbedingt mal an. Also wie gesagt, die Marke, die ist mir durch Instagram aufgefallen. Vorher kannte ich die auch nicht und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir den Fußsack für den Kinderwagen auch noch von dieser Marke kaufe. Mal schauen, ich bin noch ein bisschen unentschlossen, denn die sind leider nicht ganz günstig. Aber mal schauen, vielleicht als Weihnachtsgeschenk oder ja, einfach mal gucken, wie das dann so weiterläuft, je nachdem, wie groß dann eben auch das Baby dann im Winter jetzt dann sein wird. Ne? Da muss man ja auch immer ein bisschen abwägen und schauen. Dann habe ich noch einen Mobile-Arm gebraucht. Ich habe mich für diesen hier entschieden. Der ist aus Holz. Der hat mir am besten gefallen, weil er halt sehr, sehr schlicht ist. Und der ist von Yapata Badu mit diesem Stern. Sehr, sehr passend dann eben auch zum Mobile. Und zwar habe ich mich für dieses hier entschieden. Eben auch von Yapata Badu mit diesen Sternen und Wolken. Das passt eben perfekt zu diesem Arm. Und eben auch zu den Farben, für die ich mich jetzt fürs Baby entschieden habe. Denn wir haben ja alles sehr neutral gehalten. Wir wissen ja das Geschlecht nicht. Das wisst ihr ja bestimmt. Und deshalb ja, alles jetzt erstmal sehr neutral, aber wenn das Baby dann auf die Welt kommt, dann werden definitiv die Farben einziehen, ganz, ganz klar. Aber jetzt haben wir das, wie gesagt, erstmal so gehalten. Deshalb auch dieser wunderschöne Overall hier in Grau. Ganz, ganz kuschelig weich. Ach Gott, der ist so, so schön. Der kommt jetzt in die Waschmaschine und dann eben in den Kleiderschrank vom Baby. Ich habe eine kleine Größe genommen, weil der dann eben kurz nach der Geburt eingesetzt wird und ja, ich denke, dass der eben auch super ideal ist, wenn ich das Baby tragen werde im Tragetuch, dass es eben schön warm eingepackt ist oder dann für den Maxi-Cosi einfach eine Decke drüber und jetzt ohne diesen Fußsack, denke ich, wird es auch sehr gut passen. Hier in der Kapuze ist ein total süßes Gesichtchen von einem Tier. Außerdem habt ihr hier oben dann noch diese wunderschönen Öhrchen. Außerdem sind die Hände geschützt vom Baby und hier unten ist er zu, dass die Füßchen nicht kalt werden. Und ich fand den Preis auch wirklich toll. Also da kann man überhaupt nicht meckern für diese Qualität wirklich. Also ich freue mich total drauf dann, wenn das Baby hier reinkommt.
Dann habe ich noch was von Yappadabadu. Okay, man könnte meinen, ich werde gesponsert von denen. Nein, leider nicht. Jedenfalls war ich etwas enttäuscht, als es angekommen ist. Und zwar hatte ich gedacht, dass es ein bisschen größer wäre. Klar, wer lesen kann, ne? Ist klar ein Vorteil. Das hätte ich vielleicht mal tun sollen. Auf den Bildern sah das halt anders aus. Und ihr kennt es vielleicht, ne, wenn man so euphorisch ist und meint, man hätte das Richtige gefunden, dann bestellt man das einfach. Ich finde es jetzt trotzdem total schön. Ich werde es auch behalten. Ich bin glücklich, dass es eingezogen ist. Und zwar spreche ich von diesem Teilchen hier. Das ist ja eigentlich mehr so ein Lauflernteil. Aber ich wollte es als Deko. Und zwar sollen dann da Bücher rein oder vielleicht ein Teddybär. Mal schauen. Also ja, wie gesagt, ich dachte, es wäre ein bisschen größer. Aber jetzt gefällt es mir trotzdem total gut. Dann machen wir mal hier hinten weiter. Dann Kartenbastel, das mache ich ja total gerne. Eben dann auch zu Weihnachten. Oder mal schauen, wenn wir dann die Karten fürs Baby machen, dass ich das dann vielleicht auf den Briefumschlag stempel. Und zwar ist es ein Drehstempel mit 12 verschiedenen Sprüchen. Und das Stempelkissen ist dabei. Das hat 8,95 gekostet, genau von Moses. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich finde es total süß und deshalb ist es eingezogen. Und ansonsten hatte ich mir mal so ein Teilchen hier, eine Lichtbox gewünscht fürs Kinderzimmer. Und zwar sieht es so aus. Mehr Konfetti habe ich da jetzt einfach mal so reingeklippt. Und ich finde es halt schön, dass es nicht nur mit Batterie betrieben wird, sondern dass man das Ganze auch mit Strom anmachen kann. Und da ist ein USB. Anschluss hier noch dabei, finde ich auch richtig gut. Das Kabel war jetzt nicht dabei, aber das ist nicht schlimm, sowas hat man ja meist zu Hause. Und ja, das wollte ich euch jetzt auch unbedingt zeigen, das war auch noch mit im Paketchen. Und ansonsten haben wir hier noch was richtig, richtig Schönes, auch von Yappadabadu. Okay, scheinbar gefällt mir die Marke sehr gut, aber es hat halt alles so zueinander gepasst und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und zwar ist es dieser Stapelturm hier aus Holz. Hier oben ist wieder derselbe Stern wie bei dem Mobile-Arm bzw. am Mobile selbst. Und es ist aus Holz. Das gefällt mir eben sehr, sehr gut. Ich weiß noch, dass meine Jungs auch so einen Stapelturm hatten. Von Fisher-Price war das damals, glaube ich, genau. Und der war halt aus Plastik. Damit haben sie super gerne gespielt. Aber ja, ich denke, aus Holz ist es definitiv besser. Klar ist uns natürlich allen, dass das Baby jetzt noch nicht damit spielen wird. Aber so als Deko fand ich das einfach total passend dann jetzt fürs Kinderzimmer. Ansonsten ist noch diese Box hier eingezogen und zwar passt die ideal zum Kinderzimmer. Ich habe nämlich an die eine Wand auch so goldfarbene Punkte geklebt in einem ganz besonderen, ja, Stil, sage ich jetzt mal so. Die Box hier möchte ich dann auf den Boden stellen, einfach vielleicht für schmutzige Wäsche oder dann für Spielsachen, für Plüschtiere. Mal schauen. Auf jeden Fall fand ich sie ideal, ja, sehr, sehr passend zum Kinderzimmer. Und dann ist noch eingezogen der Teppich, von dem ich euch das letzte Mal schon in meinem Haul erzählt hatte, der leider ausverkauft war bei 1000 Kind. Ich hatte nämlich auch die Decke dazu bestellt und wollte unbedingt den Teppich haben. Der ist von Lorena Kanal. Gott, hoffentlich spreche ich es richtig aus. Und ich finde den halt super ideal, passend zur Decke. Das möchte ich dann so kombinieren, dass ich quasi den Teppich unter den Laufstall lege und die Decke dann eben in den Laufstall oder mal schauen zum Bollerwagen, also Stubenwagen, das Ganze kombiniere, mal sehen. Auf jeden Fall finde ich den Teppich richtig, richtig schön. Ich bin so begeistert, weil man den auch in die Waschmaschine quasi reinhauen kann bei 30 Grad, was natürlich ideal ist bei Kindern, ne? Und auch von der Qualität und von der Farbe einfach, ja, total passend. Also ja, ich bin schwer verliebt auch in diesen Teppich. Und ansonsten ist noch eingezogen ein Schätzchen. Wartet, ich hol's mal eben. Oh mein Gott, ist das schwer. Oh mein Gott. Also, und zwar diese Lampe hier von Rhea oder Rhea. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Oh Gott, ist die schwer. Ich muss die ablegen. Ich blende es euch ein. So, hier drüben ist sie. Also,
Davon hatte ich euch schon in meinem Vlog erzählt. Das ist eine limitierte Edition. Das heißt, da sind drei Elefanten drauf in so einem Türkis. Eigentlich wollte ich es ja eher schlicht haben, aber mein Badewannenteil, was ich mir von Chico gekauft habe, ist auch in so einem Türkis. Und das Teil wird ja ins Bad kommen, damit das Baby schön gewärmt ist nach dem Baden. Und deshalb fand ich das einfach ja, total passend, diese Kombi. Kann ich euch auch alles mal unten in der Infobox übrigens verlinken, also alle Produkte. Ich werde nicht am Umsatz beteiligt oder so, nur damit ihr das dann schneller findet. Wie gesagt, schreibe ich euch alles mal unten in die Infobox und da verlinke ich euch auch dieses Teilchen hier. Wir haben es jetzt noch nicht aufgebaut. Ja, und da freue ich mich eben, wie gesagt, auch schon sehr drauf und ja. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es dann aufgebaut aussehen wird, aber die Marke ist uns, denke ich, allen schon bekannt. Ich habe dazu auch noch so eine andere Lampe, die auch sehr geeignet ist für Schwangere. Hatte ich euch auch erzählt, jetzt eben, wenn es schneller dunkel draußen ist, ne, und wir nicht mehr so viel Sonne abbekommen, dann ist es für unser Wohlbefinden. Ich habe sie jetzt noch nicht fertig getestet, sozusagen. Ich möchte mir da noch ein bisschen Zeit lassen, aber dazu wird es dann auch eine ordentliche Review von mir geben. Ja, und das waren jetzt soweit die Sachen, die neu fürs Baby eingezogen sind. Vielleicht war es ja eine kleine Inspiration für euch oder euch hat es einfach nur interessiert, was es Neues fürs Baby gibt. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Denkt dran, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht, wann das Mäuschen hier auf die Welt kommt und was es denn ist. Ein Mädchen oder ein Junge. Der Lissandro sagt ja immer, Mama, es wird auf jeden Fall ein Baby und kein Einhorn. Das finde ich total süß, dass er das immer sagt, weil halt viele natürlich fragen und interessiert daran sind, ganz klar. Wir sind auch schon sehr gespannt und wie gesagt, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns und dann verpasst ihr auch nicht, was es wird. Okay, meine Lieben, also lang genug jetzt für das Outro gequatscht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne Feedback da und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bella, ich war wieder total außer Atem, ne? Hm? Ja, ne? Da musst du auch lachen, ne?